Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NBA 2K14 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Black Games for You und wir starten ins nächste Match. Mal gucken, wo wir spielen. Bin schon mehr als gespannt. Wir müssen vor allen Dingen mal gucken, dass wir diesmal mehr Punkte machen. Ich meine, wir haben jetzt Mitteldistanz sehr schnell leveln können oder ausgeskillt sogar, dass wir da ein bisschen auch mal auf Punkte gehen und nicht nur so tun und vor allen Dingen auch mal schauen, dass wir unsere Anspielstation ein bisschen freilaufen, dass wir die eben auch anspielen können. Alles andere ist ja ein bisschen dämlich. Oh, gegen die Knicks? Schon wieder. Okay. So. Dann mal schauen, ne? Wenn wir eingewechselt werden. Oh, sogar recht früh. Schon mal ein bisschen hier verteidigen. Ich finde das immer krass, wenn die sich dann da so freilaufen und dergleichen. Da muss man echt aufpassen. Jawohl, erste Punkte. Defensively on the perimeter. When you have a guard like him who can go out and bother ball handlers, zurück. Really take an opponent out of its offense. Nein, ich bin jetzt hier wieder geblockt worden. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Also Block im Sinne von, dass wir nicht an unserem eigenen Mitspieler vorbeilaufen können. Die natürlich auch auf ihren Counterpart aufpassen müssen. Hat getroffen. Scheiße. 3 Punkte für die, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind aber immer noch in Führung, 12:10. Und noch ein Punkt, jawohl. Heute geht's ab. He cut his turnovers down and showed he could still elevate for some spectacular finishes and was not bad shooting the ball from Mann. Wo ich diese Stutzen, die sie anhaben für die Arme, die finde ich richtig geil bei den Knicks. Sowas hätten wir uns auch organisieren müssen. Oh yeah. Oh Scheiße. Immerhin Rebound rausgeholt. Teague ist schon nicht schlecht, auch wenn es unser direkter Konkurrent ist. Und einen Foul hat er auch noch rausgeholt. Das gibt's ja wohl nicht. Sehr gut. You don't want the hack-a-shack strategy to be a way for a team to beat you. You want it to be a last resort strategy. For a long time it's been about getting out and running for Atlanta. Die Kommentatoren sind die geilsten Unscheiß. Viel besser als FIFA-Kommentatoren und Co. Was macht denn der Trainer da bitte auf dem Spielfeld? Okay, gute Wurf dir, Finn. Und das, obwohl wir nicht nah genug dran waren eigentlich, um wirklich einen Unterschied zu machen. Jawohl! Wir haben einen Lauf, Leute. Wir haben einen Lauf. Schön aufpassen auf die 5. He dishes it to Udrich. Bargnani kicks to Udrich. Okay, er versucht und der hat den Dreier nicht gemacht. Sehr gut. Erste Viertel ist vorbei. Und wir für Dicke vor allen Dingen. Das ist natürlich irre praktisch. Gucken, ob wir im zweiten Viertel sind auf der Bank. Okay, müssen wir warten. Sind 1 Minute vor Schluss wieder eingewechselt worden. Ach, danke, dass du uns den Ball nicht gibst. So, und jetzt machen. Macht er aber nicht. Nice ball movement here by Atlanta. Shot clock at 6.
Oh, Teague, mach was. So nicht, ey. Gibt's ja wohl nicht. Wurde er glatt geblockt? Ach, Leute. So, das Gute ist 31 zu 28, das heißt, wir sind immer noch mit 3 Punkten in Vorsprung, beziehungsweise in Führung. Und das ist ja nach dem verpatzten Start echt wichtig, dass wir gucken, hier auch mal ein paar Siege einzufahren. Denn zum Glück gibt es ja weder Unentschieden, beziehungsweise es gibt nur Sieg oder Niederlage und kein Unentschieden. Jetzt ist das Problem, jetzt hat er 2 Punkte gemacht, kriegt aber noch einen Freiwurf durch das Foul und kann damit ausgleichen. Er trifft aber nicht. Finde ich persönlich ganz nett, so wie die Beobachtung ist, die ich bisher gemacht habe mit NBA 2K14, ist, dass die kaum Freiwürfe treffen. Und seinen ersten, den wir nicht getroffen haben, schnell hier hinter, sonst kriegt er noch einen Pass. So. Jawohl. Halbzeit, scheiße. Aber wir führen noch mit einem Punkt. Weiter. Ja, ja, toll. Sprint ist fantastisch. 44 Sekunden vor Schluss, ey. Also manchmal frage ich mich, ob die spinnen. So wenige Minuten, wie wir bekommen. Danke. Oh, das hat er... Ah, warum tut er nicht abschließen, Mann? Das war so gut gedribbelt. Schroeder passt es zu Horford. Hier ist der Beast. Und er trifft aber nicht. Scheiße. Oh, oh, Goaltending. Nicht so geil. Sprich, wir haben einen sicheren Punkt verhindert. Deswegen haben wir jetzt hier quasi einen Wurf, ohne dass er reingegangen ist. Und die Gegner haben die Punkte natürlich gut geschrieben bekommen. Was natürlich irre praktisch ist. Oh, wie oft die geblockt werden, das gibt's doch gar nicht. Leute. Gut. Wir sind ein Punkt zurück. 7 Sekunden noch in dem Viertel. Das heißt, sie wenigstens keine Punkte mehr kassieren. Leute. Danke. Okay, ein Punkt Unterschied. In dem vierten Viertel wird sich jetzt alles entscheiden. Ja, okay, klar. Ist auch immer dasselbe. Möglichst gute Entscheidungen treffen, nur wichtige Würfe nehmen, die sich auch für uns auszahlen letztendlich. Erfolgreiches Boxout, das heißt, wir haben ihn davon abgehalten, zum Korb zu gehen. Dishes to Anthony. Ah, Anthony, du Arsch. Wie Punkten erlaubt. Wir trotzdem nur C sind, das gibt's doch gar nicht. Wir haben so gut angefangen, die hätten uns nicht rausnehmen dürfen, als wir einen kleinen Lauf hatten. Was? Hanford, wieso hast du denn, beziehungsweise Horford, wieso hast du denn gefoult? Das gibt's doch gar nicht. Das ist genau der richtige Moment für sowas. Wir liegen 3 Punkte zurück. Schön auf Anthony aufpassen. Den Superstar. Jo, wo, 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 wo. Das war ein super Block. Here is Cunningham, headed by Stoudemire, to tie it up. Und er schafft's aber nicht. Scheiße. Stoudemire's got 3 rebounds now in this one. At the conclusion of this game, they're off to Detroit, where they'll face the Pistons. Unsere Mitspieler, die ignorieren uns aber auch zum großen Teil einfach nur. Ja, toll. 4-6 Punkte. Das ist doch für einen Eimer, Leute. Für einen Eimer, im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, gib mal her.
Danke. Jawohl, Punkte. Boy, bad timing. Now is not the time to be giving him that shot. The Knicks have gone 2-4 from the field. Noch 4 Punkte Vorsprung für die Knicks. Müssen mal ein bisschen Momentum aufbauen. Felton kicks to Stoudemire. Sprich, die Defense hochhalten. Und Anthony ist halt echt schwer zu verteidigen. Sehr agil. Schon wieder. Scheiße. Mann. Ziemlich unter Bedrängnis gewesen. Hätten wir nicht werfen dürfen. Aber was soll's. Wir müssen Punkte machen über kurz oder lang. Jawohl. Danke. Teague ist wieder mit dabei. Horford, okay. Zu früh losgelassen. Oh, ihr habt ja immer so einen kleinen Ring unter eurem Spieler. Und der verfärbt sich dann oder leuchtet hell auf dann, kurz bevor ihr den idealen Moment oder wenn ihr den idealen Moment getroffen habt. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr den Wurf loslasst. Okay, komm. Pass. Teague with the ball. Now Stoudemire defending. The Hawks working the ball around. Here's the Beast. Habt ihr es gesehen? Hat trotzdem nichts genutzt. Und warum hat es nicht genutzt? Weil wir sehr nah am Verteidiger waren und dadurch Druck auf uns ausgeübt oder aufgebaut wurde. Zusätzlich zu der möglichen Chance, dass es dann doch noch geblockt wird. Unser Wurfversuch. Oh, jetzt haben wir ihn auch noch einen Offensiv-Rebound zugelassen und Punkten erlaubt. Das ist sehr schlecht für die Bewertung. Leute, jetzt sind wir rausgeworfen worden. Und verloren. Scheiße. Nur 11 haben wir verdient. Und das bei so einem fulminanten Start, den wir gehabt haben. Unglaublich, Leute, unglaublich. Gucken, was jetzt danach passiert. Bin doch irgendwie... Oh nein, Büro des GMs, scheiße. Der wird uns bestimmt sagen. As you know, it's important for me to regularly check in with all of our players. So, how are you feeling about the team at this point of the season? Ich will mehr Minuten, Mann. Well, I've been playing pretty well lately. Naja. I feel like if I had some more minutes... I could really take my game to the next level. You have stepped it up lately. But coach is the one who ultimately decides on the rotation. I'll talk to him. See if there's anything we can do. Das hört sich doch gut an. Nehmen wir an. Yeah, that'd be great, but only if you think it makes sense. I don't want to second guess coach. I'm just letting you know what I'm thinking. Of course. We're always going to make a decision that's right for this organization, but I appreciate your input. That's good to hear. Yeah, Mann. Hoffentlich kriegen wir mehr Minuten. Es wäre auf jeden Fall bestens. Schlüsselspieler? Naja, ich weiß nicht. Ich wäre lieber Talent oder Starter. Machen wir noch ein Spiel. Aber in der nächsten Folge natürlich. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal.